ho, ho, liebe Bücherfreunde, heute beim 7. Türchen meines Jahreshighlight-Adventskalenders. Heute möchte ich euch von David Michie ein Sachbuch vorstellen, Buddhismus für Mensch und Tier. David Michie, manchem vielleicht ein Begriff, durch die Katze des Dalai Lama, eine ganz wunderbare Trilogie, die ich abgöttisch vor Jahren geliebt habe und die auch immer noch in meinem Kopf vorhanden ist. Und hier haben wir ein Buch, in dem David Michie, der sich sehr mit dem Buddhismus auseinandergesetzt hat, da eingetaucht ist, da auch verschiedenste Lehren daraus gezogen hat und auch selbst wirklich dem sehr nahe liegt sozusagen. Er hat sich damit beschäftigt, wie sich Buddhismus auf Mensch und Tier auswirken kann. Und nein, es geht hier nicht um Katzen- oder Hunde-Yoga, sondern wie wir einfach, wenn wir als Mensch gewisse Dinge des Buddhismus an uns ranlassen, die umsetzen, dann eben auch unsere Tiere mit einbeziehen können. Und da ist natürlich ein sehr großes Thema einfach auch die Achtsamkeit. Denn wenn der Mensch achtsam ist und möglichst zum Beispiel beim Gassigehen nicht das Handy vor der Nase hat, sondern sich ganz bewusst mit seinem Hund auf den Weg macht, als Beispiel, dann hat sowohl der Hund etwas von diesem achtsamen buddhistischen Moment, als eben auch der Mensch. Und das klingt, Buddhismus klingt ja für viele immer sehr esoterisch, spirituell, und für mich ist es ja eher so eine Philosophie, nach der man leben kann, aber nicht muss. Das macht den Buddhismus ja zu einer Religion, die für mich sehr sympathisch ist, weil es eben keine Befehle gibt, keine kriegerischen Gedanken oder eben auch so dieses, man vernichtet irgendwie eine andere Glaubensrichtung, weil die nicht dementsprechend, was man selbst glaubt. Solche Dinge mag ich überhaupt nicht und fühle mich dem Buddhismus daher sehr nahe, weil er mir einfach diese Ruhe gibt, diese Gelassenheit gibt, diese Achtsamkeit gibt und dieses in mir Ankommen. Und das merkt man bei David Michie eben auch. Das macht er ganz wunderbar. Er erzählt uns in richtig schöner Weise eben von dem Zusammenspiel zwischen Tieren und auch dem Menschen zum Buddhismus, was, welche Lehren man da herausnehmen kann, was man umsetzen kann, wie man es in den Alltag bringt. Und das macht er für mich wirklich ganz, ganz wunderbar und ganz perfekt. Ich war absolut hingerissen von diesem Buch, von den Tipps, die darin enthalten sind. Und es ist mittlerweile so, dass bei meiner Meditation auch meine Katze neben mir sitzt. Ich sie dazu einlade, einfach diesen Moment mit zu genießen. Und sie in sehr vielen Fällen, ich sag mal bei 80% meiner Meditations- und Yoga-Einheiten, sie wirklich daneben ist, entweder selbst zu dieser Ruhe kommen, das ist zumindest der Eindruck, den ich gewinne, oder eben auch beim Yoga mir ganz intensiv zusieht und vielleicht da auch diesen achtsamen Moment hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, Tiere nehmen das nicht so wahr wie wir, beziehungsweise fehlt Tieren ja sehr oft dieses Bewusstsein, unterstellt man den Tieren. Ich glaube das aber nicht. Also jeder, der zum Beispiel beobachtet, wie Menschen mit ihren Hunden Gassi gehen, der merkt einen Unterschied. Ob der Mensch aufmerksam ist, ob der Mensch, der mit dem Hund Gassi geht, ob der hier im Jetzt ist oder ob der mit seinen Gedanken woanders ist. Ich finde, man merkt das diesen Beziehungen an, man merkt es dem Hund an. Und so fühle ich das auch bei meinen Katzen. Wenn ich sie dazu einlade, in Gedanken einfach hier mit achtsam zu sein, in die Meditation zu kommen, und das spüren meine Katzen nicht alle. Das muss man natürlich dazu sagen, mancher meiner Katzen ist das auch zu doof, sich da mit mir hinzusetzen. Aber vielleicht nimmt sie dann diesen Moment einfach an anderer Stelle wahr. Das weiß man natürlich nicht. Und ich fand auch sehr schön, er hat es sehr bildhaft erzählt, David Michie, hat auch sehr viele bildhafte Gedanken gebracht. Das heißt also, dass man eben Dinge bildhaft denkt und diese dann im Grunde auch beim Gegenüber, also der Katze, dem Hund, in diesem Beispiel sind es halt die klassischen Haustiere, die man eben zu Hause hat, wie das eben dort auch ankommt. Diese bildhafte Sprache und dass Katzen und Hunde durchaus aufmerksamer sind, als man es ihnen zutraut. Und das ist für mich ein wunderbares Buch, wunderbare Gedankengänge, nicht nur wie man als Mensch selbst achtsam sein kann, sondern ja, wie man das eben auch mit seinen Tieren sein kann, was sich da natürlich ganz wunderbar umsetzen lässt und da einfach nochmal einen ganz besonderen Moment zwischen einem und der Tiere sozusagen schafft. Und David Michie begeistert mich immer wieder mit seiner Art der Gedanken und dieser wunderbaren Form, wie er einem den Buddhismus nahe bringt, ohne zu aufdringlich zu sein, ohne belehrend zu sein, ohne irgendwie den Finger zu halten, hochzuzeigen, sondern das eben richtig toll macht. Und ja, so konnte er mich auch mit diesem Buch absolut begeistern und das hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Und ich glaube auch meiner Sani, ich gucke sie gerade an, hat es auch sehr gut gefallen, denn sie meditiert mit mir sehr gerne mit und ich glaube, zusammen haben wir hier sehr achtsame Momente. Und das Buch von David Michie ist somit auch das 7. Highlight und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen 7. Dezember und macht's gut.